So genial dieses Jahr 2023. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist alles passiert, was ich wollte. Es ist alles passiert, was ich mir vorgestellt habe. Es ist alles genau so gekommen, wie ich es wollte. Und nur wegen dem Divine Design Prinzip, das ich angewendet habe, das ich einfach angewendet habe. Genauso, wie ich es euch erzähle, genauso habe ich gelebt. Genau das, was ich immer sage, genau das tue ich natürlich auch. Und es funktioniert. Es funktioniert. Du hast alles in der Hand, was du in deinem Leben manifestieren kannst, was du haben möchtest, was du dir wünschst an Erfahrungen, an Erlebnissen, an Sachen, an Menschen, an Menschen. Und das ist einfach etwas, was ich euch so, so gerne von ganzem Herzen weitergeben möchte, teache und was dieses Jahr also einen unglaublichen Einfluss gehabt hat auf ganz, ganz viele Menschen. Es gibt ja jetzt neu die Wir sind Divine Design Community. In der Wir sind Divine Design Community geht es tatsächlich darum, nur um dich, wer du sein musst, wer du sein darfst, wer du dir erlauben kannst zu sein, wenn du möchtest, dass im Außen dein Du, dein So-Sein, wie der liebe Herr Töpperwein sagen würde, wenn sich dein So-Sein in allem zeigt, was dir in deinem Leben begegnet. Und deswegen ist es ja im Umkehrschluss ja auch so unglaublich normal und klar, dass das So-Sein, erstmal das So-Sein, du musst so sein, wie jemand, der dieses Leben lebt, das du haben möchtest. Du musst so sein, wie jemand, der die Liebesbeziehung oder alle Beziehungen so lebt, wie du es haben möchtest. Und das ist der Schlüssel. Das ist das Prinzip. Und das Divine Design Prinzip sagt eben, dass es keine Einschränkungen gibt, dass es keine Limitierungen gibt, dass es nichts gibt, wofür du nicht gut genug bist, was für dich nicht zur Verfügung steht. Weil wenn du erkennst, wie allmächtig du bist, weil alle Energie, die überhaupt nur zur Verfügung stehen kann, durch dich kanalisiert wird, dann wirst du in diese Ermächtigung eintreten, selber, für dich. Es ist eine Selbstermächtigung durch Selbsterkennen, durch ein Selbstsein. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, was sich gerade in diesem Moment im Außen zeigt. Es hat nichts damit zu tun, was sich jemals für dich in deinem Leben an Geschichten ergeben hat, an Situationen, an körperlichen Situationen, körperlichen Manifestationen. Du kannst komplett neu anfangen. Und nicht nur im Jahr 2024, also sozusagen morgen, sondern du kannst jeden Moment neu anfangen, weil du jeden Moment neu generierst, weil du jeden Moment neu kreierst. Und es kommt nur darauf an, wer du in jedem Moment bist. Und es ist so eine simple, wirklich, wirklich absolut simple Geschichte zu manifestieren, weil du bist ja schon manifestiert. Du musst ja gar nichts mehr dazu tun. Es gibt gar nichts mehr, was du brauchst. Du bist schon komplett ausgerüstet. Dadurch, dass du hier angekommen bist, auf dieser Welt, in diesem Körper, in diesem Manifest, bist du perfekt. Bist du komplett ausgerüstet. Es fehlt dir überhaupt keine Fähigkeit, es fehlt dir kein Wissen, es fehlt dir
gar nichts, um das Leben zu leben, das du leben möchtest. Alles ist da für dich. Nur musst du dich als jemand identifizieren, der Zugang hat zu all dem, was da ist. Und dieser Zugang, der ist direkt. Dieser Zugang ist da für dich. Dieser Zugang hat keine Bedingung. Der ist da und du sagst, ich trete ein. Ich trete ein in mein Divine Design, in mein göttliches Design, das sagt, dass alles bedingungslos für mich da ist, dass ich bedingungslos perfekt bin, dass ich in Ordnung bin, egal mit welcher Vergangenheit ich gestartet bin, egal mit welcher Familie ich gestartet bin. Diese Familie hat mir eine Identität mit auf den Weg gegeben. Und für mich ist es jetzt an der Zeit zu erkennen, welche wahrhaftige Identität ich doch in Wahrheit bin. Weil solange du noch glaubst, dass irgendwie ein Fehler an dir ist oder irgendetwas für dich schwer oder gar nicht möglich ist, dann hast du noch nicht verstanden, wer du bist. Und ich habe hier eine kleine Präsentation für dich zusammengestellt, wo ich dir aufzeige, wer du wirklich bist und dass du das für dich auch so wunderbar erkennen kannst. Und in dieser Präsentation wirst du sehen, wie einfach das Leben noch ist, wie einfach es doch wirklich ist, wer wir sind. So, also, schau mal hier. Die Divine Design Welt. Die Divine Design Welt ist die Welt der Bedingungslosigkeit. Es ist die Welt, in der alles da ist. Es ist die Welt, in der nichts fehlt. Aber auch gar nichts. Gar nichts. Und zwar für niemanden. Und das ist für den Verstand manchmal ganz, ganz schwierig zu begreifen, weil wir ja so auf Mangel und auf Fehlerhaftigkeit trainiert und generiert sind. Und wenn du erkennst, dass es eben nicht so ist, kannst du dir tatsächlich ein Leben in allen Lebensbereichen so manifestieren, so kreieren, dass es deine wildesten Träume übertrifft, dass es immer grandioser und genialer wird. Und du musst nur die Prinzipien der Schöpfung verstehen und anwenden. Nur, natürlich, die Prinzipien der Schöpfung sind bedingungslos. Bedingungslos. Und das heißt, es gibt keinen Grund, es gibt keine Voraussetzung, es gibt nichts, wo du reinwachsen musst. Zeit ist kein Faktor, was bis jetzt geschehen ist, ist kein Faktor, was du jemals gehört hast, ist kein Faktor, was andere Menschen glauben, ist kein Faktor, was Menschen in Zusammenhänge bringen, ist kein Faktor. Nichts ist ein Faktor. Das heißt Bedingungslosigkeit. Das heißt es. Und deswegen bist du nicht die Person, die du glaubst zu sein. Weil wenn du jetzt all diese Sachen, die du glaubst, die Einwirkungsfaktoren sind, die Wirkung, Auswirkung, Bedingungen sind, rausnimmst. Und das ist nun mal Zeit, Ort und all das, was du mal gesehen hast im Außen. Das hat keine Einwirkung. Es gibt nur jetzt. Ja, die Power of Now von Eckhart Tolle. Es gibt nur den jetzigen Moment. Und deswegen ist es auch sonnenklar, dass du nicht die Person bist, die im Umfeld von unserer Gesellschaft durch das Umfeld geprägt worden ist, in der Gesellschaft, in die du geboren wurdest, wo du aufgewachsen wurdest. Das ist keine Bedingung für dein Sein. Das beschreibt dich nicht. Das gibt dir nicht deine wahrhaftige Identität. Es gibt dir eine nette Geschichte. Es gibt dir eine nette Erfahrung, weil du bist ja hier für Erfahrungen. Aber es sind meistens eben nicht so nette Erfahrungen. Und sobald du erkennst, dass du frei wählen darfst, wer du bist, eben ohne Geschichte, ohne Vergangenheit, ohne irgendwelche Schmerzen, ohne Traumata, ohne irgendetwas, dass du hier und jetzt alles abstreifen kannst, weil es irrelevant ist.
Dann merkst du auch, dass du keinen Regeln oder Bedingungen folgen musst und keine Herkunft beachten musst. Und das ist in unserer Welt, ist es ja immer so, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie alt bist du, wie viele Kinder hast du, diese ganzen Facts, die wir dazu nutzen, um einen Menschen, eine Person, eine Identität zu beschreiben und zu schubladisieren. Darauf musst du dich überhaupt nicht mehr einlassen, weil das macht dich nicht aus. Dieses Design nenne ich Human Design. Diese menschliche Ansichten, diese menschlichen Ansichten, die einfach sagen, wie die Dinge zusammenhängen, dass du jemand bist, was Einfluss auf dich haben kann, dass du jemand bist. Das nenne ich menschliches Design, Verstand, der menschliche Verstand, die menschlichen Regeln, die menschliche Matrix, die dir eben Bedingungen liefert. Ja, deswegen ist das Wort Matrix so toll, wenn du plötzlich all diese Verstrickungen aus einer Matrix rausnimmst, dann kommst du in die Bedingungslosigkeit, dann bist du draußen, dann bist du frei von allen Zusammenhängen, dann kannst du entscheiden, wie es neu ist. Und du entscheidest, wer du bist, wer du wahrhaftig bist, wer du in deinem Divine Design bist. Und zwar ohne irgendeine Einschränkung, ohne irgendeine Konditionierung, sondern aus ganzem Herzen. Aus ganzer Perfektion, aus ganzer Erfüllung, ohne dass du dir irgendetwas erzählst, was dich noch mangelhaft macht, was dich nicht gut genug macht, was dich einschränkt, was dich beschränkt, weil es nun mal nicht stimmt, weil es keine Zusammenhänge gibt. Energie kennt keine Zusammenhänge. Energie ist on oder off. Und es ist so leicht, dass du dir das vorstellst, ja? Der Lichtschalter in deiner Wohnung. Du entscheidest, Licht an oder Licht aus. Und wenn du glaubst, dass du einen Dimmer hast, ja, dann ist es aber nicht so. Du hast gar keinen Dimmer. Das ist einfach nur eine Vorstellung, weil du glaubst, da ist weniger Licht. Du glaubst, es scheint weniger. Aber letztendlich ist da nur ein Dimmer, ein Filter davor gesetzt und es ist immer noch Licht an. Du kannst dein Licht sozusagen nicht dimmen. Du kannst es aber ausschalten. Und in dem Moment, wo du dein Licht, wo du deine ganze Energie so lange dimmst, sie ist zwar immer noch an, aber irgendwann mal ist sie ausgeschaltet und dann lebst du in einem Bewusstsein, in einem Sein, in einem bewussten Sein, wo du ausgeschaltet bist, wo du ausgegrenzt bist, wo du zurückgesetzt bist, wo du weniger hast, wo du nicht gut genug bist, wo dir die Dinge nicht zustehen, wo du wertlos bist. Dann hast du dich aber selber dort hineingeschalten, weil du dich aus diesem Fülle, lichtvollen, herzvollen, liebevollen Bewusstsein ausgeschalten hast. Es war aber tatsächlich deine Wahl. Ich sage nicht, dass es deine bewusste Wahl ist, weil du die Zusammenhänge, die ich jetzt erkläre, vielleicht gar nicht verstanden hast. Natürlich, ich habe sie auch lange nicht verstanden. Ich habe auch immer versucht, Bedingungen zu erfüllen und Sachen zu machen, wo man mir gesagt hat, wenn du das machst, wenn du das kannst, wenn du da ausdauernd genug bist, dann wirst du deine Wünsche, deine Träume erreichen. Habe ich aber nicht, weil ich niemals die richtige Identität dazu an den Tag legen konnte, weil ich ja so beschäftigt war, Bedingungen und Strategien und Zusammenhänge zu erfüllen, Umzu sind Bedingungen. Du musst umzu irgendetwas zu haben, zu sein, zu verkörpern, musst du keine einzige Bedingung zu erfüllen. Du kannst einfach direkt dorthin gehen. Du gehst direkt in deine Identity, die keine Bedingungen braucht. In diesem Moment, jetzt. Kannst du jegliche Bedingungen für dich ablegen und kannst sagen, ich bin bedingungslos gewollt, geliebt, erwünscht, glücklich, erfüllt. Und aus dieser Erfüllung kommt auch äußere Fülle. Alle die Dinge, wo du glaubst, dass du zu wenig hast, fangen wir bei Geld an, über Liebe, über Anerkennung, über Rückhalt, Support. All das hast du erst, wenn du in den Zustand der Erfüllung eintrittst. Ja, und wenn du dann verstanden hast, wer du wirklich bist, machst du eben genau diesen Neuanfang. Und da gibt es kein Hadern, da gibt es kein, oh, warum höre ich das jetzt, was die Patricia sagt, gerade erst jetzt war, warum habe ich mich so lange gequält, warum war das alles so mühsam und so schwer?
Es ist gedacht, wir sind gedacht dafür, dass wir diesen Unterschied erkennen. Wir sind gedacht dafür, dass wir das Spiel der Zweidimensionalität, der Dualität verstehen. Dieses menschliche Verstandes zusammenhängende Denken und den Divine Mind, der einfach aus höchster Erfüllung und Perfektion heraus denkt. Und du kennst nur deinen menschlichen Verstand. Und dieser denkt in Einschränkungen, dieser denkt in Unmöglichkeiten. Und genau diese Einschränkungen, die bringen dir eben diesen Schmerz, diesen Frust, diese Enttäuschung, diese Krankheit, diesen Ärger, diesen Neid, diese Scham, diese Schuld. All diese Sachen, die sind nur aus dieser Perspektive heraus entstanden, weil du dich vergleichst, weil du dich eben als diese falsche, nicht wahrhaftige Identität immer wieder verstanden hast. Und so hat sich dein Leben manifestiert, so hat sich dein Körper manifestiert, so hat sich dein Bankkonto manifestiert, so hat sich dein Business manifestiert und so hat sich deine Beziehung und all deine Beziehungen in deinem Leben manifestiert. Es kommt alles, was du nicht haben willst, kommt aus dieser Perspektive heraus. Und du wirst irgendwann mal in einen Zustand des Schmerzes oder der Enttäuschung, meistens des Liebeskummers geführt werden, wo du dann erkennen kannst, dass der einzige Weg raus ist, dich zu deidentifizieren von dieser Persönlichkeit, die nicht gewollt ist, die abgelehnt ist, die nicht gut genug ist. Und das kannst du ganz leicht machen, wenn du dieses Prinzip verstehst und einfach verstehst, dass du diese Person nicht sein musst, die du dachtest, die du warst. Du musst diese Geschichte nicht weiterschreiben, die du mal bis hierhin geschrieben hast. Du musst die Ansichten nicht weiter vertreten, die du bis jetzt vertreten hast. Du musst deine Werte, deine Glaubensgrundsätze, wie Dinge zu sein haben, damit sie gut sind. Es zwingt dich niemand, das weiterhin zu glauben. Weil wenn bedingungslos alles für dich da ist und für dich möglich ist, wie gesagt, gibt es keine Zusammenhänge. Du musst nichts erfüllen. Du bist befreit. Ja, und willst du nun wissen, wie man von diesem Human Design, von diesem eingeschränkten Verstand ins Divine Design kommt? Das erzähle ich dir jetzt anhand der vier Stadien des Bewusstseins, die dir ganz, ganz klar sind, ja? Wir haben alle mal eine Phase in unserem Leben, da haben wir das Gefühl, das Leben passiert uns. Wir fühlen uns als Opfer, wir fühlen uns schuldig, wir fühlen uns schwer, wir fühlen uns tatsächlich verflucht, wir sind neidisch, wir kämpfen die ganze Zeit, wir fühlen uns ausgebrannt, es funktioniert nichts, was wir auch nur tun. Immer wieder, wir werden krank, wir sind verzweifelt, wir sind traurig, wir sind depressiv. Ich denke mal, jeder von uns war schon in diesem Stadium, in diesem Bewusstseinszustand, wo er sich wirklich am Ende gefühlt hat, wirklich am Boden. Und dann übernehme ich irgendwann mal Verantwortung für mein Leben. Auf irgendeine Art und Weise erkenne ich, boah, mein Divine Design spricht irgendwie zu mir, dass ich es hören kann. Die göttliche Wahrheit spricht, also was heißt spricht? Es kommt mir der Gedanke, die Ansicht, irgendeine Ansicht auf eine Art und Weise, die zu mir sagt, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas ist mit mir falsch. Und dann versuche ich herauszufinden, was mit mir falsch ist. Aber das ist geil, weil ich übernehme schon mal Verantwortung und versuche zu suchen die Lösung. Und dann kriege ich dann irgendwann mal raus, ja, puh, das Leben mit mir geschieht. Also, dass ich quasi der zentrale Faktor bin von diesem Leben, dass es mit mir geschieht und dass ich wirklich eine Hauptrolle in diesem Leben spiele, dass ich Einfluss habe. Ich komme vielleicht zum Manifestieren, ich höre über das Gesetz der Anziehung, es geht mir besser, ich suche weiter nach Lösungen, ich will immer mehr verstehen und ich will auch irgendwo zur Ruhe kommen und ich habe wirklich keine Lust mehr auf diesen Kampf. Da bin ich schon mal einen wunderbaren Schritt weiter. Und dann erkenne ich, dass das Leben durch mich hindurch geschieht. Irgendwie erkenne ich, dass ich Co-Kreator bin, dass ich absolut der Mittelpunkt bin, dass ich nicht nur irgendwie was mit diesem Leben zu tun habe, sondern dass ich total was mit diesem Leben zu tun habe, dass ich wirklich die wichtigste Einflussquelle auf mein Leben bin.
Zwar habe ich hier immer noch ein bisschen so das Gefühl, dass im Außen noch andere was zu sagen haben, andere Menschen Einfluss haben, andere Menschen mich beleidigen können, andere Menschen mir wehtun können. Aber ich fühle mich schon ziemlich ganz und heil, sage dann auch irgendwie, ist mir scheißegal, was die anderen sagen, es ist mir wurscht und sollen sie mich halt nicht mögen und dann versuche ich es halt anders. Und ich bin schon in eine richtig gute Entwicklung rein, dass ich mehr und mehr den Fokus auf mich lege, aber dennoch schaue ich immer so, was machen die anderen und was meinen die anderen und habe ich die richtige Meinung und weiß es nicht vielleicht noch irgendjemand besser, stelle immer noch irgendwie andere Leute auf den Podest, habe immer noch irgendwo das Gefühl, dass andere vielleicht die Sachen für mich besser wüssten oder dass ich von anderen was lernen muss. Und ja, das ist auch immer wieder so ein, ja, ein kleiner Kreislauf. Und dann irgendwann mal merke ich, ich muss mich komplett davon loslösen. Ich muss mich komplett loslösen und ich kapiere, dass das Außen auch ein Teil von mir ist. Dass ich innen und außen nicht trennen kann. Dass meine innere Welt, meine innere Vorstellung, was ich glaube, was ich meine, wovon ich überzeugt bin, dass es dem, was ich im Außen sehe, was sich draußen mit mir zeigt, dass es gar keine Trennung ist. Dass es eins zu eins ich bin. Eins zu eins bin ich das Leben. Und bin ich diese Human Design Persönlichkeit, Identität, der es eben schlecht geht, die sich nicht geliebt fühlt, dann ist eins zu eins da draußen das Leben, das mir immer wieder zeigt, dass ich nicht so toll bin. Dass ich Einschränkungen habe, dass irgendetwas noch nicht da ist, dass ich irgendetwas irgendwie noch holen muss und machen muss. Aber wenn ich verstehe, dass es eben nicht so ist, habe ich plötzlich überhaupt keine Fragen mehr. Plötzlich will ich gar nicht mehr wissen, wie es andere gemacht haben, sondern ich weiß, wie das Prinzip geht. Ich weiß, dass es nur darum geht, ich bin nie. Ich bin nie und dass es darum geht, wer bin ich denn gerade? Und dass das, was mich auszeichnet, meine inneren Ansichten sind, meine inneren Gespräche, mein innerer Dialog, dass da keiner im Kopf sitzt, irgendein innerer Saboteur, dass der da nicht sitzt, sondern dass ich mir diese Sachen sage. Und dass ich aber aufhören kann, mir diese Sachen zu sagen, weil ich bin eins. Ich bin eins mit jeder Stimme im Innen und im Außen, mit jeder Ansicht. Ich bin diese Ansicht. Und wenn sie mich halt dann noch triggert, wenn diese Ansicht noch da ist, dann bin ich halt eins mit dieser Einschränkung. Und das ist genau dieser Weg, diese Reise, wo ich hingehen muss und hinschauen muss. Welche Sachen sind dann noch für Einschränkungen? Weil ich grundsätzlich weiß, dass es um mich geht. Weil ich grundsätzlich weiß, dass ich das Leben bin. Und jetzt muss ich das Leben sein, das ich leben möchte. Jetzt muss ich die Identity annehmen, die ich leben möchte. Und welche Identity ist es? Das ist die Identity, die sich einfach wohlfühlt. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit jedem Menschen. Will ich wissen, dass ich gut bin, dass ich richtig bin, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin? Punkt. Das will ich. Und dass es mir an nichts fehlt, dass ich alles erfahren, erleben kann, dass ich alles in die Welt raustragen kann, was für mich wahr und wahrhaftig ist. Und egal, wo du da stehst, es geht weiter. Es ist ein Eintritt, den du machst in deine Divine Design Identity, in das Kreieren deiner Divine Design Welt. Und in diese Welt kann ich dir helfen, einzutreten. Und warum brauchst du mich vielleicht? Du brauchst mich überhaupt nicht, ne? Du brauchst mich nicht. Es ist ein Prinzip. Dieses Prinzip herrscht und du kannst dich darin unterrichten und üben, es anzuwenden. Das einzige Problem, das du immer wieder hast, ist, dass dein Verstand dieses Prinzip nicht akzeptiert, weil er immer wieder in Beschränkungen und Einschränkungen und Unmöglichkeiten denken möchte. Das ist das Problem. Und da kommt jetzt ein Coach, ein Mentor, jemand, der dieses Prinzip hundertprozentig anwendet und verkörpert. Und sagt, nö, du brauchst keine Ausreden, du brauchst keine Ängste, du brauchst dir keine Einschränkungen suchen, du brauchst dich nicht zu fürchten, du darfst einfach sein, wer du möchtest. Weil da draußen spiegelt sich
spiegelst du dich in jeder Person, in allem, was du tust, in jedem Moment, in jedem Satz bist du drin, der gesprochen wird in deiner Welt. Jede Ansicht, überall bist du drin. Und dein Verstand mag das nicht so gerne verstehen. Und wenn ich dann noch sage, du bist dein SP, du bist die Person, die dich gerade am meisten verletzt, die dich am meisten ärgert, die dich am meisten verlassen hat, die dich am meisten blockiert, die dich am meisten stoppt, du bist diese Person. Da draußen sind einfach nur andere menschliche Körper mit diesem Persönlichkeitsmuster, das du hast, das sie dir zeigen. Und wenn du diese anderen menschlichen Körper da draußen anders haben willst, änderst du dich selber. Und so gibt es, egal wo du stehst, in meiner Divine Design Welt für dich Möglichkeiten einzutreten. Es gibt das Entry Level, wo du wirklich dieses Divine Design Prinzip verstehen lernst. Das ist der erste Schritt. Das musst du tun. Du musst es anwenden. Du musst üben. Du musst Vertrauen dahin kriegen. Du musst Vertrauen in dich kriegen als dieser Divine Design Manifestor, Kreator. Und dann musst du anfangen, damit dein Leben zu gestalten. Deine ganzen Lebensbereiche, all deine Beziehungen. Alles ist neu. Es wird neu. Es ist, als wenn du eine neue Sprache lernst. Du lernst neu zu denken und gleichzeitig neu zu sprechen. Du lernst neue Zusammenhänge für dich zu generieren, die stimmig sind in einer Bedingungslosigkeit. Dann gibt es neu, in meiner Divine Design Welt gibt es das Educational Level. Das wird ein modularer Bereich sein mit Divine Design, als Divine Design Coaching und Mentoring Academy. Das gab es vorher nicht. Ein paar Teile davon. Aber das wird jetzt ein komplettes modulares Programm. Dann erzähle ich noch mehr darüber. Dann gibt es das Growth Level, das ist die Mastermind Rising Up, Bigger Game und Business. Da geht es wirklich da drin, deine Business, dein Divine Design Business Identity so zu festigen, dass du die eine bist, erfolgreich in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinen Entscheidungen, überall. Dass du hier absolut angstfrei deinen Traum umsetzen kannst. Und das höchste Level ist das Empire Level. Da ist die Mastermind auf absolut, wo du wirklich absolut ohne Wenn und Aber dein Divine Design Business auf ein Excellent Level bringst. Wo du wirklich dastehst und sagst, keine Beschränkung im Umsatz, keine Beschränkung in den Kunden, keine Beschränkung in meinem Auftreten, keine Beschränkung in meinem Sein. Es gibt nichts, wofür ich noch nicht ready bin. Es gibt nichts, was ich jetzt nicht sein kann für dieses große Divine Design Business. Und das ist das Empire Level. Und Growth Level und Empire Level, die treffen sich im Divine Design Business Leader Circle. Also alle, die in Absolut und Rising Up Mastermind sind, die treffen sich alle 3 Monate und vereinen ihre Kräfte, supporten sich, inspirieren sich. Das ist absolut maximale Power. Ja, und was kann ich da noch dazu sagen? Deine Divine Design Reise, die kann jetzt beginnen, indem du in dieses Entry Level reingehst, erwirbst, anwendest, gestaltest. Es nützt dir nichts mehr zu konsumieren. Es nützt dir nicht umzusetzen, damit zu arbeiten, dir selber Aufgaben zu geben, deine Gedanken, Meinungen zu hinterfragen, neu zu machen. Um zu ändern und so deine neue Identity zu gestalten. Das ist ein Game, das ist wie ein Sport, den du neu lernst, ja? Wenn du Skifahren lernst und noch nie Ski gefahren bist, musst du die Basics erwerben, dann musst du sie anwenden, dann musst du Pisten damit runterfahren, dann erwerbst du das nächste Level, dann kannst du schon parallel fahren. Dann gestaltest du das, dann gehst du in Tiefschnee etc. Das geht nach oben und im Leben ist es genauso, egal wo du in welchem Lebensbereich schauen möchtest. Und dieses Entry Level ist easy, das ist gratis. Da kommst du rein bei mir auf YouTube hier. Auf YouTube findest du alles. Du brauchst nichts von mir zusätzlich zu kaufen.
mit diesen über 800 Videos, die jetzt hier auf YouTube für dich zur Verfügung sind, wenn du mit denen arbeitest, wenn du das Wissen erwirbst, wenn du es anwendest und dann deine Identity damit gestaltest, brauchst du nichts. Du kannst alles daraus ziehen. Wenn du trotzdem das nicht alleine für dich machen willst, es dir leichter machen willst, Support haben willst, wir sind die Wine Design Community, ist die Community, wo du eintreten darfst, wo es um dich geht, um deine Divine Design Reise und nicht um die anderen. Jeder ist der Mittelpunkt in dieser Community. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Online-Kurse, Masterclasses und Workshops. Bis heute um Mitternacht, wenn die Korken knallen, hast du noch mega coole Angebote auf meiner Homepage mywellfeeling.com Weihnachtsspecials. Also lass dir das wirklich nicht entgehen. Da kannst du einsteigen in die Divine Design Welt. Und es gibt tatsächlich dann nachher auch wieder kein Zurückgehen mehr. Und diese neue modular aufgebaute Academy ist für Coaches, Berater, Dienstleistungsanbieter, Unternehmer. Weil es geht nur um dich, dein Business, das, was du tust oder du als Führungskraft, auch wenn du angestellt bist oder im Netzwerk. Es geht darum, dass du dich selber coachst und führst und weißt, wie du mit anderen umgehst, weil du sie ja auch ermächtigen möchtest. Du möchtest nicht mit Menschen zu tun haben, die aus deiner Sicht nicht in ihrer eigenen Macht und Kraft stehen. Und das entscheidest du. Und das lernst du hier in der modular aufgebauten Academy. Stay tuned, kann ich da nur sagen, für die ersten Module. Du wirst überrascht sein, wie grandios das ist. Und dann geht es weiter. Da hier 4-monatige Mastermind ist Rising Up, Bigger Game und Business. Da geht es wirklich eben um diese Identity. Und wenn du Coach, Berater, irgendein Business hast, Networker bist, Networkerin bist, weil es ist nur für Frauen im Moment, dann brauchst du das. Wenn du versuchst, irgendwelche Strategien noch rauszufinden, irgendwelche Sachen besser zu machen, zu lernen oder irgendwelche anderen Heilermodalitäten oder sonstige Sachen weiter zu lernen, du wirst erst Erfolg haben, wenn du in dieser Identität einer bedingungslos erfolgreichen Persönlichkeit angekommen bist. Und genau darum geht's. Und gleichzeitig natürlich noch, wie machst du es in deinem Business? Was sind die nächsten Schritte? Wie baust du es auf, dass es für dich Spaß macht und Erfüllung? Weil wir wollen hier Wirkung. In meiner Divine Design Welt geht es nicht darum, zu sagen, oh, ich habe Millionen gemacht. Es geht darum, ich habe Millionen glücklich gemacht. Ich habe Millionen Menschen frei gemacht. Ich habe Millionen Menschen inspiriert. Das ist das, was mich interessiert. Finanzieller Fülle, Erfüllung ist natürlich ein Outpush, ein hundertprozentiger Outpush von dem, was du bist, das kannst du dann nicht verhindern. Aber deine Motivation, wenn du losgehst, um mit deinem Coaching-Business Millionen zu verdienen, dann ist da was falsch. Dann hast du da irgendeinen Mindset dir aus dem Human Design gezogen. Das ist nicht das, was dich begeistert. Es kann dich nicht begeistern, weil im Divine Design begeistert dich Geld als Antrieb nicht. Geld ist nicht dein Antrieb, sondern du selber, deine Wirkkraft, dein Outpush. Everyone is you push out. Was du da draußen etablierst, weil es in dir entstanden ist, das interessiert dich. Das ist gleichzeitig natürlich auch Erfüllung an Geld, an Liebe, an Partnerschaft, an Freude, an Erlebnissen ist, an Freiheit. Logisch. Aber die Millionen, die du glaubst, um zu Freiheit und all das zu fühlen, so rum funktioniert es nun mal leider nicht. Und ganz oben im Empire Level hast du die Möglichkeit, eben absolut die Mastermind für dein Divine Design Imperium zu erschaffen. Weil hier geht es eben um diese riesige, riesige, unbegrenzte Wirkkraft, die du in Wahrheit hast. Und dass du die so managst, dass eine Welt aus dir heraus entsteht, wo du denkst, geil, 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 geil. Ich freue mich auf so viel Geniales.
Und ich bin immer wieder positiv überrascht, nicht wie viel genialer es noch werden kann, sondern wie sich das geniale Leben für mich zeigen kann. Ja? Wie kann es noch geiler werden? Wie kann es noch besser werden? Ihr kennt es alle aus Access Consciousness. Das ist langweilig. Wenn du da oben angekommen bist im Absoluten, da fühlst du dich absolut genial. Und du bist nur noch begeistert von der Genialität, die du auspusht, in allen möglichen Arten und Weisen, von denen du noch nicht mal eine Vorstellung hast. Das ist das Tolle daran. Nicht, weil es noch geiler wird. Ganz oben bist du. Und du bist genial, du bist Genius, du bist perfekt, du bist Divine Design. Und das Einzige, was dich ab diesem Level interessiert, wo kann ich mein Divine Design noch mehr sehen? Wo kann ich es sehen, wo ich es bis jetzt noch nie gesehen habe? Das ist deine Begeisterung. Ja, und da oben, ganz oben, ist eben dieser Divine Design Business Leader Circle. Und da geht es wirklich darum, dass wir genau diese Wirkweise etablieren und jeder auf seine einzigartige Art und Weise. Dieses Divine Design Prinzip, diese Divine Design Wahrhaftigkeit, ohne Wenn und Aber, ohne dass irgendein Gott oder sonst irgendein Einflussfaktor da außen ist, dass wir das absolut 100% leben und verkörpern. Alle Narrative zu sprengen, die sagen, das geht nicht, es geht nur so, damit es so hast, musst du so haben. Diese ganzen Umzugsschichten, diese ganze Matrix-Zusammenhänge, zack, 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 abgeschnitten. Es gibt keine Zusammenhänge mehr, die auf Mangel, Fehlerhaftigkeit, Einschränkung, Nichterfüllung basieren. Das gibt es einfach nicht. Und hier geht es um unbeschreiblichen Impact. Natürlich wird es dieses Jahr wieder ein Divine Design Fest geben. Viel, viel größer natürlich als das erste jetzt in Wien. Wir werden sprechen an kleineren und größeren Anlässen. Wir werden dieses Prinzip verbreiten. Überall. Wir machen Kollaborationen, wir arbeiten zusammen. Lass dich überraschen. Hier geht es um große Publicity, hier geht es um große PR, hier geht es um große Social Media, weil all dieses andere Zeug, wovon jetzt hier PR, Social Media und alles überflutet ist, dass der immer wieder dich in irgendeine Abhängigkeit und in irgendeinen Umzug bringt und dir weismacht, dass du nur dann erfolgreich bist, wenn du nach Geld und Millionen strebst und in dir immer wieder sich irgendwas widersetzt, wo du einfach sagst, es kann doch nicht sein, dann kann ich dir hier jetzt sagen, nein, das kann nicht sein. Weil um das geht es dir nicht. Es ist nicht dein Antrieb. Dein Antrieb bist du, um in deinem Divine Design zu wirken. Und dieses Wirken ist manifestieren. Das ist das, was dich begeistert. Gleichzeitig viel Geld, gleichzeitig viel Freiheit, gleichzeitig viel Unabhängigkeit. Eben Unabhängigkeit, keine Matrix mehr, nur noch du. Und genau um das geht's. Und es gibt nichts anderes. Und hier siehst du ja, es wird alles so leicht, die menschliche Kraft, die du einsetzen musst, dieses Grinding und umzu und machen und hier noch sein und da noch sein. Das wird durch eine bedingungslose Energie wirst du durchgetragen. Du wirst durchgetragen. Du wirst getragen, wenn du da oben sitzt. Alle Sachen ergeben sich wie eine Magie, die du in deiner Vorstellung, in deiner göttlichen Vorstellung trägst. Es ist wie Magie. Ja, Rising Up. Heute noch 9.900 Euro, morgen 18.000 Euro. Warum? Weil es dein Leben, dein Business, dein Sein so dramatisch, so schnell nach oben katapultiert, respektive ist oben, links, rechts, unten, völlig egal, dahin, wo du sein willst, sollst, weil du spürst, das bin ich. Wenn ich all die Bedingungen und all diese Geschichten ablege, dann habe ich hier eine Mission, dann habe ich hier eine Vision und in diese Identity steige ich auf. Dann sitze ich da absolut auf meinem Thron, da sitze ich absolut in meiner Energie, ja, das ist mein Thron, ist meine Energie, meine Vorstellungskraft, das ist meine Power und es gibt nichts außerhalb von dem. Und wenn du keinen Zweifel mehr hast, dann ist absolut für dich genau der Weg. Also du siehst, es gibt keine Bedingung, um in dein Divine Design Leben, deine Divine Design Identity einzutreten, um aus dir
jemanden zu machen, der in einer Divine Design Welt lebt, der Erfüllung, in der Glückseligkeit, in der kein Mangel mehr vorherrscht. Nichts. Es ist alles da. Mein Business ist so aufgebaut, dass es für jedermann möglich ist, einzusteigen. Und je mehr Support du möchtest, hol ihn dir. Es ist für dich da. Wir haben ein absolut geniales 2024 vor uns. 2023 war hammer, hammer, hammermäßig. Ich habe so viele Menschen berührt auf zig verschiedenen Arten in meiner Arbeit, über meinen YouTube-Kanal, in meinen Masterminds, mit meinen Kursen online, Selbstlernkursen. Viele Menschen sind eingestiegen und wieder ausgestiegen. Viele, viele sind aber auch geblieben. Viele, viele haben das Prinzip für sich hundertprozentig anerkannt, haben gesagt, ich kann sowieso nicht mehr zurück. Ich muss einfach level up, rising up. Ich muss weitergehen. Ich muss bis zu dem Absoluten kommen. Ich muss verstehen, dass absolut nichts da ist, was außerhalb von mir existiert. Dann gibt es nichts, was mir fehlt. Dann gibt es keine Angst mehr. Und wenn ich angstfrei unterwegs bin, kann ich erst genießen. Weil Angst macht alles kaputt. Und Angst ist etwas, was ich nicht haben muss, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich dieses Prinzip in Richtung Fülle, Erfüllung für mich auslege, wenn ich mich als die Erfüllte anerkenne, bedingungslos. Ja, ihr Lieben, schön wart ihr da, schön habt ihr live zugeschaut. Ich hoffe, ihr findet etwas, ich lade euch ein, mitzukommen. Es gibt keinen anderen Weg. Du hast viel probiert. Du, von Hypnose über Kinesiologie, über alle möglichen anderen Modalitäten. Du hast meditiert, du hast gescriptet, du hast gejournalt und immer noch war irgendetwas nicht ganz so. Und that's the way. That's the way. Und das Allerbeste ist, wenn du jetzt noch kommst in unsere, wir sind Divine Design Identity, du hast den Support, du bist da. Und wenn du mehr möchtest, aber Hauptsache, du bist mal in dieser Welt, wo du siehst, wie viele Leute so viele Erfolge hatten. So viele Erfolge. Schon allein nur im Oktober, wo die Community angefangen hat, die Frauen haben sich gezeigt, haben ihre Identität gezeigt, haben geschiftet, haben ihre Arbeit geteilt, haben sich mitgeteilt, haben sich in den Mittelpunkt gestellt, ihres Lebens, haben das dokumentiert in der Community. Und es ist Magie entstanden. SPs sind zurückgekommen. Tonnenweise SPs sind zurückgekommen. Nicht nur meiner. In einer absolut genialen Version. Mein Spiegel. Rising up. Alles ist für dich da. Mach die Arbeit. Lass dich nicht mehr einschüchtern. Lass dir nichts erzählen von irgendwelchen Regeln und das kann man nicht und andere Menschen darf man nicht manipulieren und hier und da und Ethik und das darf man nicht. Lerne zu denken in Energie. Und heute kannst du auch noch meinen Einführungskurs in Divine Design Energetics kaufen zum Spezialpreis. Dann verstehst du, was Energie ist. Dann verstehst du auch, was Gott ist, wenn du die Masterclass kaufst, warum du Gott bist, warum du Schöpfer bist, warum es keinen Gott außerhalb von dir gibt. Es sind so wichtige, wichtige Verständnispunkte, so wichtige Klarheiten, die dich bis jetzt noch entmächtigt haben, dass du merkst, dass diese Entmächtigung eigentlich auch hier wieder nur ein Dimmer ist, eine Phase ist, die dich trennt von dem, was du wirklich bist. Ich freue mich riesig, dich im 2023 zu sehen. Ich freue mich riesig auf diese genialen Erlebnisse, die ich wieder mit euch haben werde. Mit so, so, so vielen Frauen, die diese Message rausbringen, die sich nicht mehr drausbringen lassen, die sich nicht mehr irgendwo erzählen lassen, dass sie irgendetwas anderes haben oder sein oder tun müssten, als das, was sie in Wahrheit sind. Und das ist dein Weg. Finde heraus, wer du wirklich bist als energetisches Wesen. Finde heraus, dass es keine Einschränkungen gibt. Finde heraus, dass all das, was du noch im Mangel hast, in Wahrhaftigkeit, in absoluter Fülle auch schon existent wird. Auch schon existent ist.
Ja, ein Hoch auf Neville Goddard, ein Hoch auf seine Teachings, ein Hoch auf mich, dass ich sie dir so beibringen kann, dass du sie umsetzt und dass du sie übst. Ein Hoch auf dich, dass du die Ärmel hochgekrempelt hast, dass du angefangen hast zu üben, dich neu zu erfinden und neu denken, handeln, Überzeugungen haben und dir ein ganz neues Leben bereitest. 2024. Wir kommen!